Leute, 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 heute wird es ziemlich crazy, denn wir müssen einen Säureregen überleben. Nein, bitte nicht, Leute, das wird ziemlich gefährlich. Dazu kommt die brutale Eiszeit und wir erfrieren, Leute. Und dass es nicht schon schlimm genug war, kommt tatsächlich noch ein Tsunami und wir müssen wirklich die Weltkatastrophe überleben, Freunde. Welche Katastrophe ist die härtere? Schreibt es in die Kommentare. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Es ist geisteskrank. Ladies and Gentlemen, Russik Pupsik ist am Start und heute mal wieder mit einem neuen Video, Leute. Und heute wird ein geisteskranker Tag, auch wenn das Wetter gerade komisch ist, Freunde. Ich weiß nicht, wieso das Wetter heute so schlecht ist, Freunde. Normalerweise wollte ich heute mit Max in einem Surfing-Urlaub gehen, Leute. Wir wollten ein bisschen surfen, ein bisschen Sommerwetter genießen. Aber aus dem Nichts ist das Wetter so komisch. Aber vielleicht sind es auch nur die Wolken. Ich weiß nicht, Leute, so sehr trübe. Keine Ahnung, was da abgeht, aber egal, Leute, vielleicht sind es die Wolken. Ey, Max, was geht ab, Mann? Surfen, surfen, ey, Bro, surfen. Hast du mal das Wetter gesehen? Was geht denn eigentlich jetzt ab, Mann? Ja, aber das bestimmt, später kommt die Sonne raus. Ja, also ich weiß nicht, wir haben auch noch relativ früh am Morgen, aber trotzdem, Bro. Also egal, Leute, wir werden nämlich heute ein Surfing-Auto. Ja, komm, ja, wir gehen okay, mit deinem okay. Auto. Ja, wir fahren mit meinem Auto, aber, wo? Oh. Warte, sorry, ich wollte auch gerade mal fahren. Wolltest du gerade fahren? Ich wollte mal den AMG testen. Ey, Bro, das kann doch nicht sein. Die letzten Tage war gutes Wetter und jetzt, wenn wir surfen gehen wollen, kommt so ein Wetter. Meine Güte. Warte mal, warte mal, warte mal. Irgendwer ruft uns hier an. Ich mach mal Freisprechanlage. Hallo, guten Tag. Ja, servus, guten Tag. Hier ist die Surfer Corporation Los Santos. Sie hatten bei uns einen Termin gehabt in 20 Minuten. Ja, wir kommen gleich. Wir sind gleich da. Leider, der Tag wird leider storniert. Ja, heute ist kein Surfing erlaubt. Tut mir leid. Was? Aber warum? Ja, wegen dem Wettervorhersagen. Ja, also deswegen. Ja, oh, ich muss weiter. Ja, meint es gut. Tschüss. Alter, Max, hast du das gehört? Dreh dich so durch, weil... So ein Penner, Junge. Alter, wir wollten surfen und jetzt sagt er so. Ja, was machen wir jetzt? Ja, lass trotzdem hinfahren. Ja, okay, komm, wir fahren einfach hin. Wir haben uns da drauf gefreut, jetzt wird heute gesurft. Alter, Hilfe, Hille, hallo, hallo, hier. Was ist das denn jetzt vor deinem Haus? Hä, was willst du? Hey, geh mal weg hier. Rett euch aus meiner Einfahrt, Junge. Der Säureregen wird uns alle auflösen. Ey, aufpassen. Was hat... Der Säureregen kommt, der Säureregen kommt. Der spinnt doch hier schon. Schuld euch ein Haus. Ja, okay. Kauft ein. Max, hast du den gerade einfach angeschossen? Nee, nur daneben geschossen, dass er abhauen soll. Was hat er gesagt? Irgendwie der Regen kommt? Der Säureregen? Ja, Säureregen, keiner. Bro, was ist denn heute los mit den Leuten? Und das Wetter ist auch komplett katastrophal, Alter. Ich sag dir ehrlich, wir fahren da jetzt einfach hin und dann ist auch alles in Ordnung, ja? So, wir machen uns auf den Weg jetzt. Ey, Max, aber irgendwas stimmt echt nicht mit dem Wetter. Und was ist da denn los? Ey, das Krankenhaus ist ja voll überfordert. Bro, warte mal, lass mal da dran fahren. Aber egal, gut, für mich ist doch mein Krankenhaus. Oha, da wird heute richtig Geld verdient. Alter, was ist denn hier los? Ey, hallo, nein, sorry, also es reicht langsam. Hallo, wir haben den Besitzer des Krankenhauses hier. Hey, Dr. Schmidt, ich bin's. Ja, das ist, Crimex ist wissen voll. Was ist denn los hier heute? Was ist denn los? Ja, wegen dem angekündigten Säureregen, ne? Was für angekündigter Säureregen? Wir wissen nichts. Können Sie uns mal aufklären? Säureregen jetzt heute Nacht kommen, ne? Das heißt, das ist alles weggeätzt so. Deswegen, die Leute suchen hier Unterschlupf, ne? Die haben schon alles gesucht, wir sind voll. Die Leute zahlen natürlich alle, ne? Ja, ja, mach die Preise doppelt so. Haben wir schon längst. Okay, sehr gut. Okay. Warte mal, Max, komm mal ganz kurz her, Max. Ja? Hast du keine Angst? Hast du grad warum? Hast du gerade gehört, was der Doktor gesagt hat? Der Säureregen kommt. Und? Ja, was ist, wenn wir sterben? Nein, wir gehen einfach rein, wenn der Säureregen anfängt. Ja, warte mal, lass... Wie soll er uns denn treffen, wenn wir zu Hause sind? Ich glaube, wir müssen jemanden fragen, der mehr Plan davon hat. Komm, Max. Okay. Okay, wir fahren einfach rüber zu Touren. Der wird schon bestimmt den Plan haben, was da abgeht, oder? So, auf geht's, Mann, auf geht's. Weiß immer, was gut ist. Ja, deswegen, Alter. Wir fahren da einfach mal kurz rüber. Okay, Max, ich hoffe, Touren weiß, was zu tun ist. Oder der wird uns bestimmt jetzt... Warte mal, warum steht da ein Helikopter schon? Siehst du das? Ja, siehst du, der kann uns bestimmt retten. Oh nein, das ist deine Mom. Ja, nicht die schon wieder. Jungs, pass auf. Die Mutter ist leider Militärin, ganz leise. Nicht laut reden. Ey, du, hast du was vom Säureregen mitbekommen? Ja, natürlich. Ich hau ab von der Santos. Ja, kannst du es mitnehmen? Alter, Tuan, deine Mutter, scheiß mal auf die. Wollt ihr mit meiner Mutter mitfliegen? Wollt ihr zusammen mit mir und mit meiner Mutter in einer Wohnung sein? Besser als Säureregen.
Okay, ja. Du kannst gerne mit meiner Mutter mitkommen. Meine Außerdem Mutter, muss ich mit deiner Mutter eh noch was klären. Letztes Mal, als ich mich eingesperrt habe, musste ich mir sogar in die Hose pinkeln, weil ich nicht rausgehen konnte. Was? Ich war auch da, aber ich habe mir nicht in die Hosen gepinkelt. Ich habe Tuns Tümpel angepinkelt. Ich will nichts sagen, aber unser Tee war heute leer. Die ist sehr geleizt heute. Egal, kannst du. Ja, okay, dann können wir einfach im Tempel bleiben? Weißt du was? Ich sterbe lieber am Säureregen, um nochmal mit der. Als nochmal also, mit der. Jungs, such dir Schutzkleidung. Wieso? Der legen die durch Autos und durch Häuser durch. Der ist dieses Mal wirklich sehr, sehr slim. Wie durch Autos und durch Häuser durch? Ja. Der fließt sich durch. Der ist konzentriert, ist zu hoch. Der ist viermal so hoch wie der letzte Säule liegen. Und der hat schon Häuser, der ist ja kaputt gemacht. Dürfen wir vielleicht doch mitfliegen? Wir wollen los, ich will los jetzt. Ich bin sauer. Sauer. Okay, wir fahren lieber weg. Ja, Mann, komme! Max, hast du das gerade gehört, Mann? Alter. Wo kriegen wir jetzt Schutzkleidung her? Wo gibt's sowas? Turan hat einfach die Stadt verlassen. Seitdem seine Mom da ist, ist egal, ob wir draufgehen oder nicht. Ich glaube, ja, okay, das ja, ist auch seine Mom. Er hat zu viel Angst einfach vor seiner Mutter. Ja, und was machen wir? Wo bringen wir jetzt solche Anzüge her oder Schutzklamotten? Kennst du da jemanden? Oh, ich keine Ahnung, Mann. Ja, Alter, lass vielleicht ihn, im Human Labs oder sowas. Keine Ahnung. Vielleicht müssen wir da echt hingehen. Ne? Vielleicht müssen wir eher echt einbrechen und dort was klauen. Auf geht's zum Human Labs, Leute. Irgendwas wird heute passieren, Leute, und das hört sich gar nicht gut an. Selbst Turan verlässt die Stadt und das ist kein gutes Zeichen. Okay, Max, wir sind gleich beim Human Labs, Mann. Aber ich weiß nicht, ob wir da reinkommen, wenn hier wirklich gerade so... Oh Gott. Max, ich übernehme das Reden kurz, ja? Okay, mach du das. Hallo! Ja, servus! Sperrgebiet, kein Einlass. Ja, wir hätten einen Termin bezüglich des Säureregens. Hier gibt's keinen Termin. Willkommen. Das ganze Human Labs ist jetzt für 48 Stunden lang gesperrt, niemand kommt rein. Wir sind im Auftrag von Turan. Nein, der hat hier keinen Auftrag. Turans Mutter? Gottes Willen, hören Sie auf, diesen Namen zu sagen! Raus! Weg! Okay, Entschuldigung. Ich hab alles gegeben, Max, was sollen wir tun? Wir müssen da einbrechen, Russik. Okay, dann würde ich sagen, wir müssen uns irgendwie einen anderen Weg da reinsuchen. Kommst du? Ja. Hast du Waffen? Natürlich. Okay, dann ganz vorsichtig. Ja, wir müssen uns irgendwie vorbeisneaken, weil ich glaube, der einzigste Weg da rein ist an ihm. Oder wir müssen ihn irgendwie knockouten, Bro. Aber nicht schießen. Ich glaube, sonst werden wir die anderen erstmal hier Alarmbereitschaft versetzen, ja? So, deswegen, Leute, wir müssen uns hier jetzt ransneaken irgendwie. Max. Ja. Wir müssen ihn ablecken oder so. Da muss einer dir irgendwas über den Kopf hauen. Schaffst du das, ihm irgendwas über den Kopf zu hauen, wenn ich den jetzt ablenke? Ja, mach das. Okay, dann nimm dir irgendeine Waffe, ich lenke den jetzt ab. Entschuldigung, ich hab... Hey, sag mal, willst du mich veräppeln oder nein, was? Nein, ich hab... Willst du mich veräppeln? Nein, also wegen Touren oh. und... Geh schlafen! Oh. Ah, Max, hättest du nicht... hättest du nicht früher zuschlagen können, Mann? Ich musste den perfekten Moment abwarten. Okay, rein, schnell, Max, schnell! Oh Gott, Leute, was ist denn heute los, Mann? Vor allem, wie lange haben wir überhaupt Zeit, bis der Regen anfängt? Nicht, dass bald schon Regen losgeht. Weil sobald Regen losgeht, haben wir ein dickes Problem, Max. Okay. Wir sollen uns davor schon besser die Kleidung machen. Lalalalalala. Hey, hallo? Hey, was seid ihr denn? Warte mal, wo? Diesmal werde ich ihn ablenken. Wir haben uns verlaufen. Geht das in die Richtung oder in die Richtung? Oder in die? Sehr gut, Russik. Woher kam der denn plötzlich gerade? Keine Ahnung, das Einbrechen. Warte, hier sind voll viele militärische Fahrzeuge. Ich glaube, da geht was wirklich Krankes ab. Wie kann es sein, dass es ein Säureregen entsteht? Ich glaube, das steckt... Oh Gott, das... Jack over Red, 654817. Oh. Ey, Max, da stehen zwei an der Tür. Ich glaube, da müssen wir... Max, wir müssen tatsächlich, glaube ich, die übernehmen mit Waffen. Siehst du die zwei an der Tür? Ja. Okay, ich würde sagen, du übernimmst einen, ich übernehme den anderen. Einknallst du... Sollen wir die nicht mit dem Messer lieber leise erledigen, nicht, dass es auffällt? Bro, ich weiß nicht, wie wir an die rankommen sollen. Komm zurück, Mann. Okay, du hast recht, lieber auf Distanz. Okay, warte, du schießt auf den Hinteren, nicht auf den Vorderen, okay? Okay, 3, 2, 1, los! Okay, rein. Wie geht es auf? Okay, wir sind drin. Oh mein Gott, hier sind richtig viele. Warte, warum liegt da jemand? Oh, Max, Armin, guck dir das mal an! Schieß! Ja, komm, schieß! Sehr gut. Weg mit dem! Oh, der steht auf! Oh mein Gott. Okay, wir müssen weiter rein.
Okay, Leute, wir müssen irgendwo Schutzanzüge finden für den Säureding. Und Max, hörst du das? Okay, Max, wir haben es geschafft, Mann. Ey, warte mal, hast du das gerade gehört? Den Blitz oder so? Sag mir nicht. Oha, es fängt ja jetzt voll an zu regnen. Nein. Wer sind Sie denn? Wer sind Sie denn? Oh mein Gott, schieß ihn ab, schieß ihn ab! Oh nein, es ist schon zu spät. Der Regen hat angefangen, Max, der Regen hat angefangen. Verdammte Axt, der Regen hat angefangen und der Typ schießt. Jetzt reicht's mir aber mal mit dem Typen da hinten. Oha. Oha. Alter, Max, was hast du da aufgesammelt? Hab ich von Touren bekommen. Oha. Ich will auch sowas haben, Mann. Okay, weiter vortreten, Max, weiter vortreten. Wenn wir Säureanzüge werden oder irgendwelche hier müssen die Schutzkleidung haben, weil die arbeiten jeden Tag mit irgendwelchen Chemikalien im Human Labs und mit giftigen Sachen. Labor vorne oder so. Wir müssen im Labor nachschauen. Okay, okay, schön, machst du das gut, Alter, wir müssen hier durch. Aufpassen nicht, dass hier jemand uns entgegenkommt. Okay, weiter. Ey, Max, wo ist eigentlich Paul Berger oder die anderen? Keine Ahnung. Hey, wow! Oh. Okay, gut. Ja, okay, Max, ich glaube, der ist tot. Ja. Max, geht's dir gut sonst? Ja, mir geht's gut. Ich glaube, du hast ihn schon umgebracht gehabt. Du hättest dich doch mehr. Du hast die ganze Munition gefühlt verschwendet. So, okay, hier ist eine Tür. Okay, hier durch, glaube ich. Ja, hier müssen die sein. Oh mein Gott. Guck mal, hier ist sogar so ein Schutzanzug-Ding-Symbol. Das okay, heißt, hier darf man eigentlich nur mit Anzügen rein. Die müssen hier. Guck mal, hier sind doch bestimmt die Umkleiden. Oh mein Gott. Hier sind was die drin. Was war das da hinten für ein Geräusch? Oh, pssst, da kommt jemand. Pssst. Wo ist er? Diese Tür ist zu. Wo ist denn hier noch? Geh mal hier rein durch den Detonationsraum, ey. Oh! Alter, Max hat dir auch Touren an Raketenwerfer gegeben? Ja, ich hab seinen Toulouse gerade noch leer geräumt. Alter! Lass uns mal umziehen, was haben die denn hier? Oh, Max, ich hab mich umgezogen. Jo, ich auch. Wie siehst du denn aus? Ja, wie siehst du denn aus? Bro, denkst du, wir sind sicher da? Oh Gott, hast du jetzt die Donner? Es donnert komplett. Ich glaube, wir müssen jetzt raus. Okay, aber ich glaube, damit sind wir sicher fürs Erste. Wir sind jetzt sicher, aber ich glaube, wir müssen gucken, ob es... Aber weißt du was, irgendwie, ich hab vielleicht doch ein schlechtes Gewissen wie meinem kleinen Bruder. Sollen wir nicht mal nach dem schauen lieber bei mir? Ich glaube, wir sollten mal nachschauen nach den Leuten. Was ist zum Beispiel mit Ami oder so? Oder mit... Ich hab mich verlaufen. Okay, wir sind falsch gelaufen, Bro. Warte, ich geh mal ran. Hallo? Ah, Rustig, was geht? Bro, wo bist du gerade? Ich bin mit Sio, stand in so einem Urlaub gerade. Ach so, ja, dann passt es ja. Ja, wegen dem Säureregen sind wir abgehauen. Also, kommt ihr nicht mit? Wir sind mitten im Säureregen gerade. Ich sollte euch ein SMS schreiben. Ja, gut, also war Zufall, dass wir uns alle jetzt hier getroffen haben, ne? Also, ja, ich schaff dich und viel Glück. Alles klar, ciao. Max, ich glaube, wir müssen Paul Berger retten. Ami und Stani und Sue sind alle schon in Urlaub gefahren. Ja, okay, das ist doch gut. Ja, aber die haben uns nichts gesagt, Mann. Was ist daran gut? Wie kann das passieren? Das ist schon komisch, dass das wieder jeder mitbekommen hat, außer wir. Hey, Mann, und wir wollten surfen gehen. Surfen bei irgendwelchen Säure-Dingen. Aber wir müssen aufpassen, nicht, dass hier irgendwas passiert. Okay, Max, irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Ich sag dir ehrlich. Wir wissen nichts vom Säureregen. Wir haben jetzt hier Klamotten geklaut. Aber, hast du gesehen, da waren Army-Trucks, alles drum und dran. Aber, okay, wir gucken jetzt einfach mal, dass wir hier rauskommen. So, Leute, wir müssen hier fliehen. Mach die Tür. Oh mein Gott, Russig, ich hab 5 Sterne bekommen. Warum? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, da ist ein Helikopter, Oh mein Gott, knall den Heli ab. Pass auf mit dem Regen. Oh mein Gott, der Regen, wir haben Schutzkleidung. Oh mein Gott, wieso jagen die uns? Was wollen die von uns? Oh mein Gott. Alle einhalten! Schnappt euch! Jungs, gebt euch die Anzüge wieder! Die sind für Politiker! Die wollen die Anzüge, Max! Ey, scheiß auf eure Politiker! Ich will überleben! Max, steig ein! Euer Leben ist so viel wert! Los, gebt uns die Anzüge wieder! Wir werden euch jetzt hier umbringen! Die wollen die Anzüge! Der Säureregen hat angefangen! Max, steig ein! Schnell, steig ein! Der Säureregen, die Helikopter. Merkst du eigentlich, dass sie nur im Helikopter unterwegs sind? Was ist mit den ganzen Menschen? Schon komisch. Oh mein Gott, wir müssen rüber. Holt die Säure-Autos, eure Einheit raus. Oh Gott. Okay, ich glaube, die meisten Menschen denken, sie sind sicher. Oh Gott, da kommen jetzt die Autos. Okay, Max, ihr habt ein Problem. Was geht denn jetzt ab? Oh, ich schieße. Der Säureregen. Max, du versuchst den Regen zu meiden. Oh mein Gott, weg hier. Alle Einheiten, draufschießen! Digga, als ob die Einheiten schicken wegen irgendwelchen Anzügen. Leute, irgendwas ist hier gewaltig. Der Säureregen ist, glaube ich, kranker als gedacht. Max, wir entkommen das. Oh, wir schaffen das schon. Oh mein Gott, das Auto fährt schlecht, aber... Max,
Okay, wir schaffen das. Lustig, fahr mal vernünftig. Ich fahr Schleichwege, Bruder. Hier finden die uns nicht. Oh Gott, aber ich verstehe nicht. Der Söderling, irgendwie wirkt es wie ganz normaler Regen. Ich weiß nicht, ja, was aber es ich auf glaube, sich hat. Ich glaube, da muss schon was dran sein. Wir versuchen abzuholen. Sonst würden die nicht alle so durchdrehen hier. Okay, ich glaube, wir hängen die langsam hier ab. Sichtkontakt verloren. Okay, wir haben einen guten Schleichweg genommen. Okay, Leute. Die Sterne wackeln. Okay, wir haben die abgehangen, Max. Sehr gut. Wir müssen ganz kurz in die Stadt fahren und gucken, was da abgeht. Guck mal, die Autobahn an. Alle heizen hier gerade durch die Gegend. Okay, die wollen alle die Stadt verlassen. Was geht da ab, Leute? Was ist da wohl los? Okay, Max, wir sind in der Stadt angekommen, aber irgendwie keine Passanten auf den Straßen. Nichts, alle verstecken sich, glaube ich. Nur, guck mal, da fahren noch welche im Auto rum oder so. Ja, ich glaube, die denken, sie sind sicher, aber scheinbar... Oha. Guck mal, hast du jemals die Straßen so leer gesehen? Alle Leute sind nur in Autos. Es ist nichts mehr los. Es ist wirklich kein Fußgänger unterwegs, hä? Einfach krass. Alle haben sich versteckt. Was ist hier los? Okay, wir fahren jetzt rüber zu Paul Berger. Wir müssen gucken, ob es ihm gut geht. Warte mal, da vorne läuft einer auf der Straße. Hallo, bleib stehen! Bitte, hol mich mit! Ich soll ruhig gefangen sein! Wir können uns nicht um jeden kümmern. Alter, zieh dir was an! Bist du wahnsinnig? Nein. Bitte, hol mich mit! Bitte, du musst dir was anziehen! Nein, oder wenigstens ein Auto! So. Geh weg hier! Der fängt der Säureregen. Ich glaube... Geht's ihm gut? Da muss ich was den umgefahren. Der fängt an, der Säureregen! War ich das oder war das der Säureregen? Wir schieben es einfach auf den Säureregen. Ich glaube, diese komischen Geräusche waren der Säureregen. Max, ich glaube, desto länger man in dem Regen ist, desto... Dann fängt man an zu sterben oder so. Wir müssen ganz kurz gucken. Denkst du, man wird zum Zombie? Hey, keine Ahnung, vielleicht ist so die Zombie-Apokalypse gekommen. Aber ich sehe keine Menschen, die sind alle noch in Autos, aber ob es denen gut geht? Hey Max, wir müssen ganz schnell hier weg, aus dem Weg, was geht hier ab? Max, ich glaube, den Leuten geht es hier gar nicht gut. Siehst du? Oh mein Gott, Gott, ey, wir fahren die Autos, ich glaube, kann es sein, dass sie da drinnen sterben werden in den Autos? Eigentlich mal, wir müssen... Oh Gott. Oh, guck mal die Autobahn an, selbst die Polizisten... Bro, was passiert hier? Siehst du das gerade, was ich sehe? Alles ist grün! Oha, was geht denn? Das muss dieser Säureregen sein. Alter, Leute, jetzt, ich glaube, das ist die Endstufe und uns passiert nichts, weil wir gerade die Anzüge anhaben. Hast du gesehen, wie die Autofahrer durchdrehen? Alter. Oh mein Gott. Zum Glück haben wir uns die Anzüge geholt. Aber Paul Berger hat keinen. Wir fahren jetzt hier rein, ja? Alter, es ist nicht normal, Bro. Guck doch, wie das aussieht. Ich hoffe, mein Haus hält das bis jetzt aus. Alter Max, ey, das Wasser ist komplett grün, es hat die Farbe gewechselt. Oh mein Gott. Alter, Bro, irgendwas läuft hier gewaltig schief. Wo ist Paul Berger? Lass ihn holen, schnell. Nein, mein Auto, ich hätte die in die Garage fahren sollen. Max, schnell, wo ist er? Paul Berger! Willkommen. Oh mein Gott, guck mal, da liegt er. Nein, Paul Berger, Alter. Paul Berger. Ach, Alter, Paul Berger? Ich trag ihn raus. Okay, trag ihn raus. Komm schnell, nimm ihn mit. Ey, wir brauchen einen sicheren Ort oder so. Was sollen wir machen, Max? Ich hab ne Idee, lass den Tour ins Versteck fahren. Ja, und dann? Denkst du, dort ist sicher? Ja, bestimmt sicherer als hier. Ja, oder wir müssen das Land verlassen oder so. Oder wir müssen aus dem Säureregen rausfliegen nach oben, wo die über die Wolken. Weißt du, wie ich meine? Oh, das ist eine richtig gute Idee. Aber denkst du, Flugzeuge funktionieren noch? Bro, ich hab keine Ahnung. Guck dir mal bitte an, wie es hier aussieht. Leute, habt ihr sowas jemals gesehen, Alter? Guck dir das mal an, Max! Das ist nicht normal! Oh mein Gott. Ey Max, ich glaube, wenn man jetzt ins Wasser springt, dann ist man instant weg. Ja, dann sind wir direkt, sterben wir. Alter, Falter. Oh mein Gott, aus dem Weg! Oh mein Gott, die fahren auch noch. Es fahren noch ein paar Autos rum, Leute. Aber die. Säure! Alter, hörst du das, Max? Oh mein Gott, der Säureding. Wie sollen wir den überleben? Ich glaube, die einzige Option ist wirklich aus den Wolken rauszufliegen. Versuche Paul Berger irgendwie ein bisschen unter deine Schutzkleidung bedeckt zu halten, ja? Ja, mach ich natürlich. Okay. Lass Militärfahrzeuge klauen. Oh mein Gott. Bestimmt mehr aus. Ey, Bro, die haben bestimmt noch ein Flugzeug. Wir brechen in die Militärbase ein, holen uns ein Militärflugzeug und verlassen die Wolken. Okay, Max, wir fahren rein, aber wir haben irgendwie 5 Sterne schon bekommen. Ey, denkst Achtung, du dir. Achtung, oh mein Gott. Backup-Truck will eindringen ins Militärbasis. Eliminieren. Code Red, eliminieren. Nein. Max, wir brauchen einen Plan. Wir müssen gucken, ob ein Flugzeug da ist. Geh zu dem großen Flugzeug.
Hier ist kein großes Flugzeug, Wolf. Oh, nein, hier ist kein großes. Nein, wir müssen gucken. Verdammt, Alex. Sie haben doch bestimmt irgendwo ein großes Flugzeug hier. Okay, wir müssen gucken. Nein. Oh, Max, hier vorne. Ja, sehr gut. Okay, warte mal. Ich spring schon mal raus, lenk du die Bullen ab. Die sind Soldaten, aber nimm Paulberger mit und mach das Flugzeug startklar. Ich schaff sie weg, Leute. Los, alle Einheiten hinterher. Oh, die laufen sogar in den Säuredring. Max, ich mach dir den Raum frei. Sehr gut. Warte, hilf noch nicht starten, Achtung, Granaten kommen vor den Eingang. Ich muss die Teile wegspringen. Russig, ich hab einen Plan, aber der ist sehr riskant. Was denn? Du musst mir die hier wegschaffen. Ich gehe auf die Landebahn und dann fährst du hinten in die Ladeklappe rein. Okay, uns bleibt nichts anderes übrig. Versuch das Flugzeug auf die Landebahn zu bringen. Erst das Fahrzeug. Oh Gott, ich lenke sie ab. Sehr gut. Alles gut, ich kümmere mich drum. Okay. Oh, okay, ich bin ready auf der Startbahn. Komm jetzt. Warte, ich muss sie hier abknallen. Wie kommt ein Helikopter hier rein? Weg mit euch! Ich hab die Ladefläche aufgemacht, komm Russe! Ja, ich bin dabei, ich muss hier kurz die Soldaten eliminieren! Okay. Schnappt ihn euch! Okay, Max, ich komm jetzt raus! Alter, das Säure-Ding wird immer schlimmer und schlimmer, Leute! Ich hoffe, Max ist auf dem Punkt. Die schießen das Flugzeug an! Ich komme! Oh mein Gott, Leute, einzigste Chance! Oh! Mach den Hangar auf, Max! Mach den Hangar auf! Oh mein Gott, wo ist Max? Da vorne steht er! Aus dem Weg, Mann! Oh Gott, ich hoffe, der Hangar ist an. Ich glaube, das Flugzeug wird in den Hangar reinfliegen. Oh mein Gott! Max, ich komme! Schnell, Russik! Ich bin da! Fahr los! Mach zu! Okay, die Klappe ist zu. Let's go, flieg los! Flieg vorsichtig! Du musst nach oben fliegen! Über den Säureregen! Ganz nach oben! Okay, alles klar! Okay, flieg hoch, Max! Flieg hoch! Oh Gott, Leute, wir schaffen es. Die kommen auch nicht hinterher. Wir haben ein krasses Flugzeug. Okay, jetzt müssen wir nur gucken, ob wir den Säure... Ey, das sieht gar nicht gut aus. Wir müssen irgendwie den Säureregen überstehen. Oh, Max, wir haben es geschafft. Guck mal, wie es hier aussieht. Wir sind über den Säurewolken. Und somit kommt der Regen nicht genau zu uns. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Max, jetzt ist nur die Frage, wie lange müssen wir hier oben bleiben? Wie lange regnet es? Keine Ahnung. Wir haben jetzt noch Tank für die nächsten 5 Stunden. Ich hoffe, das reicht. Schönen guten Tag, hier spricht Los Santos News. Wie Sie sich bestimmt schon gewundert haben, herrscht in Los Santos Sommertemperaturen mit Sonne. Dies sollte in dieser Jahreszeit nicht sein. Unsere Wissenschaftler haben wohl herausgefunden, dass einer der größten Schneestürme der Welt, der Geschichte, seit über 10 Millionen Jahren vor uns steht. Das Wetter wird oft von sonnig zu Regen zu Gewitter zum kältesten Wetter jemals in der Geschichte der Menschheit wechseln. Bitte bereiten Sie sich vor, zu Hause sind Sie nicht sicher. Ich wiederhole, zu Hause sind Sie sicher. Das ist Ihre Los Santos News. Auf Wiedersehen. Leute, ich glaube, das ist ein Prank. Habt ihr mal das Wetter draußen gesehen? Wir haben Sommer gefühlt, Leute. Wir haben November. Gehört sich eigentlich nicht um diese Jahreszeit, aber guckt mal dieses gute Wetter an, Freunde. Ich könnte sogar noch im Pool springen, Leute. Ich sag euch ganz ehrlich, irgendwas stimmt da nicht, Freunde. Ich weiß nicht, was ihr da redet, aber wenn wirklich da was dran sein sollte, dann, ich weiß nicht, Leute, ich glaube nicht, Leute. Dann ist halt ein Schneesturm. Dann gehe ich halt nach Hause, mach Heizung an, ein bisschen dies, das. Da wird schon nichts passieren, Freunde. Aber ich sag euch ganz ehrlich, ich muss jetzt auch noch los. Ich muss nämlich noch was erledigen, Leute. Ich werde euch noch mitnehmen. Wir müssen nämlich zu Armin in die Werkstatt fahren. Der hat nämlich ein kleines Tuning vor. Und wir müssen bei ihm ein Auto tunen, Leute. Ich zeige euch jetzt erstmal das Auto. Denn, Leute, ich habe hier in einen M2 investiert. Ja, ich habe den günstig bekommen. Ich will den aber nur tunen und verkaufen, Leute. Ich sag euch ehrlich, der ist ganz cool. Der ist fresh, Leute. Mit RGB-Beleuchtung, alles drum und dran. Aber ist jetzt nicht das krasseste Auto, Leute. M2, süß. Aber wir wollen damit Geld machen, Leute. Wie gesagt, wir haben den gut bekommen. Wir fahren jetzt rüber zu Amir und fragen ihn, was los ist. Ob er das heute tunen kann, Leute. Deswegen, let's go. Leute, wir sind jetzt gleich bei Amir. Es hat auch angefangen zu regnen, Leute. Absolut keine Ahnung, wieso es jetzt anfängt zu regnen, Leute. Es war echt schönes Wetter. Aber ist egal, Leute. Was ist denn das? Yo, Armin, was geht ab? Was geht raus, Geld? Oh, scheiße, ich muss ein Auto dort tunen. Ey, ich schaff das, glaube ich, heute nicht. Bro, wieso hast du eine Mütze an, Handschuhe und alles? Es ist, ja, okay, es hat jetzt angefangen zu regnen, aber... Ja, Digga, der größte Skischirm der Welt kommt bald, Alter. Ich muss vorbereitet sein. Ich muss das hier noch dicht machen, damit du machst hier einen Panzer für diese Nacht fertig, oder was?
klar, hier drin, ich habe da ein Bett drinnen, ich kann da drin schlafen, Proviant habe ich da drin. Ey, ich glaube, du übertreibst, Bro, das ist Fake News wahrscheinlich. Komm mal. Ja, was für Fake Bro, News, Alter? Wir hatten, okay, jetzt haben wir vor. Wir hatten vor 2 Tagen noch alles voller Schnee gehabt. Bro, guck mal, das Ding ist, wir hatten heute 15 Grad. Okay, jetzt, wenn ich auf mein Handy gucke, sind jetzt aktuell 10 Grad, aber es regnet auch. Sonne ist verschwunden, nichts das. Bro, 10 Grad übertreib jetzt nicht, okay? Ja, guck mal, du wieder geschlafen. Wir haben seitdem in der Nacht, wo du geschlafen hast, hatten wir 22 Grad. Ey, Bro, wo hast du die Mütze gekauft? Ich will auch so eine. Du hast keine Winterklamotten. Ja, ich hab meine Jacke halt, ne? Digga, ist das ein. Bro, ist das denn ernst? Ja, ich glaube. Ja, herzlichen Glückwunsch, kann's vergessen, glaube ich. Also, die Läden sind voll, Digga. Ich habe 4 Stunden lang gewartet. Nein, das kann. Bro, kannst du mein Auto tunen oder nicht? Nee, kann's vergessen, Digga. Ich muss den Digga, noch du 31, hier. Alter. Ich hab Ey, Digga, wenn du willst, du kannst mit mir hier mitfahren, aber. Bro, ja, ja, mitfahren, alles klar. Ey, Rustik, bitte, nimm das ernst. Ich will dich nicht verlieren. Ja, ich hol mir so eine Mütze und dann ist alles gut, dann ist mir nicht kalt. Perfekt, ciao. Ey, Leute, was ist mit Amir los, Alter? Der baut einen Panzer, kann mein Auto nicht tun. Er ist nur, weil es ein bisschen regnet, Leute. Und hat gesagt, irgendwie alle Mützen sind ausverkauft. Ja, ja, ja. Ey, ganz ehrlich, aber so Winterklamotten shoppen, bald ist ja wirklich Winter. Wir können echt mal was einkaufen gehen, Leute. Was sagt ihr dazu? Ich würde einfach sagen, wir fahren mal rüber zu dem Laden und gucken mal, was die haben. Hier ist sogar einer. Wir bleiben mal hier stehen. Und guck mal, was da los ist. So, Leute, wir gehen mal kurz rein in den Klamottenladen. Mal gucken. Hallo. Leute, die Tür geht nicht auf, die ist verschlossen oder so. Und ich sehe auch nicht wirklich Winterklamotten hier im Laden, aber der ist einfach zu, der Laden. Hallo. Ja, wir haben unter der Woche. Okay, kann sein, dass er zu ist, Leute. Ist okay, vielleicht haben die Urlaub oder so, passiert mal. Wir fahren mal rüber zum nächsten Klamottenladen. Wie die mich angucken, die Leute. Irgendwas ist komisch heute. Egal, wir fahren rüber zum Klamottenladen, kaufen heute ein bisschen Winterklamotten ein. Dann ist alles in Ordnung, Leute. Let's go. So, Leute, let's go, let's go, let's go. Hier ist noch ein Laden an der. Alter, was ist denn hier los? Wollen die Schlange. Alter. Hä? Die stehen doch nicht wirklich alle an, Leute. Ich gehe jetzt einfach mal vor. Entschuldigung, hallo, Entschuldigung. Hey, was machst du da? Hallo. Entschuldigung. Hallo. Was ist denn hier los? Hallo, Entschuldigung. Ich lauf kurz, Entschuldigung. Hey, hey, der ist eingefahren. So, ey, James, was geht ab? Was geht ab? Entschuldigung, darfst du aber nicht vordrängeln, ne? Hier muss jeder. Ja, aber du kennst. Was ist denn los? Hast du noch eine Mütze für mich? Nee, Wintersachen alle ausverkauft. Ja, Handschuhe vielleicht, du hast die noch in der Vitrine. Ausverkauft. Ja, und wofür stehen die Leute an? Die suchen sich alles möglichst Stoffmäßiges, die nähen sich ihre eigenen Sachen wohl. Ihr wollt mich jetzt veräppeln wegen ein bisschen Regen oder was? Nein, der größte Windsturm. Ja, okay, der größte Windsturm. Ich glaube, ich spinne, Leute. Es kann doch nicht sein. Warte mal, ich frage mal ganz kurz was. Ey, James! Ja, sorry nochmal. James, gibt es überhaupt noch einen Laden, wo es Winterklamotten gibt? Nee, ich habe alle ausverkauft. Wir sind der Letzte, der offen hat. Ah, gut, dann James, ciao, gell? Mach's gut. Pass auf die Aufrüstung. Leute, es fängt an zu. Zieht euch mal wärmer an, ihr habt alle nur einen Tanktop, Mann. Was meinst du, warum wir hier anstehen? Alter, Leute, okay, es wird ein bisschen frischer, Leute. Wenn ich jetzt auf den Gradzahl schaue, wir haben jetzt -2 Grad plötzlich. Okay. Also es ist wirklich kalt geworden, Leute. Ich sag euch, wie es ist, aber vielleicht hat der Amir doch recht. Ich sag euch ganz ehrlich, ich glaube, ich bleib doch bei Amir heute. Ich fahre jetzt schon rüber zu Amir und dann ist alles in Ordnung. Ich bleib einfach bei ihm in diesem komischen Panzer und dann ist warm. Oh, Leute, okay. Ich sag euch ganz ehrlich, es wird langsam kälter, aber hier bei Amir wird schon alles gut sein. So, seine Garage geht auf. Amir! Hey Leute, wartet mal, ich versuche ihn zu erreichen, Freunde. Das wird ja wohl gar kein Problem sein. Wir schnappen unser Handy und rufen ihn einfach mal an. Okay Leute, es klingelt, aber irgendwie kommt kein Klingelton. Hä? Ist mein Handy kaputt, Leute? Es klingelt einfach gar nicht, Leute. Ja, okay, vielleicht habe ich auch hier einfach keinen Empfang, Leute. Ey, das Wetter ist echt schrecklich, Freunde. Wir müssten uns echt vielleicht Winterklamotten besorgen. Ich sag euch, wie es ist. Vielleicht. Oh Gott, Leute, es schneit extremst. Ich sag euch ehrlich, ich kenne da einen Ort. Ich glaube, wir könnten da noch was bekommen. Dafür müssen wir ein bisschen hochfahren ins Sandy Shores Gebiet, Leute. Weil hier die Stadt scheint echt auch leer zu sein, Leute. Die Straßen sind leergefegt. Einfach so Autos stehen jetzt plötzlich hier. Was geht hier ab, Leute? Irgendwas ganz komisches, ganz wenige Menschen noch unterwegs. Ich sag euch ehrlich, wir machen uns schnell auf den Weg, Leute. Let's go. Okay, Leute, ich musste hier zum Paletto Bay Gebiet durchfahren. Es wird immer kälter und kälter. So langsam ist auch Schnee, bildet sich so, guck mal, es ist so ein bisschen Matschschnee auf der Straße, Leute. Und es ist sehr nebelig geworden, Leute, auch hier. Aber hier gibt's irgendwo einen Klamottenladen.
Ich glaube, der ist halt nicht so krass besucht wie der andere, ne? Also die in der Stadt direkt, hier vielleicht aber ein bisschen weniger. Vielleicht haben wir hier die Möglichkeit dran zu kommen, Freunde. Wir gucken einfach mal, Leute. Der müsste ja hier irgendwo gleich sein. So, hier entlang. Ist denn da hier der Laden, Leute? Wo ist denn nochmal der Klamottenladen? Hier ist ein Barbershop. Leute, ich glaube, wir sind hier. Ich gucke die ganze Zeit nach dem Klamottenshop. Der müsste aber irgendwo hier sein. Hier Tankstelle. Tankstelle, Tankstelle, Tankstelle. Ich glaube, hier war der irgendwo. Oh, da ist ein Klamottenshop. Oh, warte mal, da geht einer. Sorry, hat der Laden offen? Mann, ist das deiner oder was hier? Nee, mach ihn auf! Na, ist nicht meiner, aber da sind sogar noch Klamotten drin. Ja, Mann, ich will die haben, Mann, ich komme hier nicht durch. Verdammt. Du hast mir recht. Ich habe eine Idee, ich crash das, die Tür auf mit dem BMW. Oh ja, mach das, Mann, Alter, ich bin kurz vorm Erfrieren hier. Okay, Alter, mir ist auch ziemlich kalt hier draußen, Leute. Und mein Sprit geht auch bald leer, Leute, wir müssen noch tanken, Alter. Oh Gott, Leute. Oh. Achtung, ich mach das jetzt. Oh, oh. Ja, Mann. Ich hab die Türen aufgebrochen. Okay, rein. Oh, ja. Oh, Leute, wir ziehen uns ganz warm an. Alles Warme hier mitnehmen. Oh, Leute, ich habe mir noch eine dicke Jacke angezogen, eine Hose. Oh, Mann, das wird jetzt alles hier vertickt. Yo, viel Spaß, Alter. Okay, Leute, wenigstens haben wir uns jetzt warm angezogen. Das passt schon mal ein bisschen mehr. Aber wir müssen das Auto tanken, Leute. Ich sag euch ehrlich, ich habe absolut... Wow, es ist ziemlich schon rutschig, Leute. Wir müssen aber das Auto irgendwo tanken, Freunde. Damit wir das Ganze... Ja, wir gehen... Die Los Santos News wieder. Ich bitte Sie nun wirklich einen warmen Platz aufsuchen. Der Schneesturm steht in Kürze bevor. So einen Sturm haben wir in der ganzen Menschheit noch nie erlebt. Verdammt, Leute, ich tanke noch schnell das Auto und dann fahren wir nach Hause. So, wartet mal. Ich hoffe, oh Gott, die Zapfsäule, die ist übelst eingefroren. Aber, okay, das ging, Leute. Wir tanken jetzt das Auto. Oh Gott, Leute. Das Auto wird jetzt getankt. Super, ey. Okay, Leute, das Auto ist jetzt getankt, ey. Perfekt, Freunde. Hey! Ja? Oha. Hat er da gerade eine Waffe in der Hand? Entschuldigung, hatten Sie gerade eine... Ey, yo, hatten Sie eine Waffe in der Hand? Ey! Was tust du an mein Auto gehen? Gib mir dein Auto! Du kannst die Rostlaube haben. Du musst aufpassen, ich glaube, der hat eine Waffe gehabt. Ich will deine Rostlaube nicht mal. Was ist los mit dir? Nimm das! Nimm das, Mann! Und das! Okay, Entschuldigung, Mann! Ich hab gesehen, du hattest eine Waffe! Hände hoch! Wow! Okay, was willst du haben, Mann? In ein Auto, Mann! Ey, was, komm, wir können zusammen kooperieren, das ist ich kalt! Weiß, mir reicht das und. Wow! Oh, das Schnee, das hat alles blockiert, meine Eis, meine Waffe ist zugefroren! Oh Gott, Leute, die Waffe friert zu, Leute, die schießt nicht mal richtig. Schnell weg. Alter, oh, es rutscht so alles. Verdammt. Oh, kleiner Unfall, Leute, aber wir müssen weiter. Let's go. Alter Falter, Verwalter, wir haben jetzt ein vollgetanktes Auto, wir schaffen es auf jeden Fall bis nach Hause. Wir müssen ganz schnell nach Hause fahren, Leute, let's go. Auf jeden Fall, Leute, die Straßen sind komplett voll, weil die Autos, ja, was soll man sagen? Oh Gott. Ey, Mann, geh aus dem Weg her! Verdammt, ey, was ist mit dem los? Ey, was ist mit dir los? Ey, es ist so rutschig! Ja! Ah, Leute! Oh. Was ist denn passiert, Alter? Wir sind gegen Berg geknallt wegen einem Idioten. Es ist kalt. Verdammt, es ist alles voller Schnee, aber wie viel Grad haben wir? Leute, wie viel Grad haben wir? Minus 15 Grad, Leute. Das ist richtig kalt. Nein, Leute, die Anzeige ist sogar kaputt. Es ist minus 20 Grad. Verdammt, mein Handy geht gar nicht mehr. Aber die Sonne scheint sogar ein bisschen. Aber es ist alles zerstört. Warte mal. Wie komme ich überhaupt aus dem Auto raus? Leute, mein Auto! Hilfe! Nein, mein Auto steckt fest, Leute. Ich hab mich auch verletzt beim Unfall, Leute. Oh Gott, ich bin sogar verletzt. Verdammte Axt. Oh Gott, Leute, da unten sind Häuser oder so. Ich bin irgendwie von der Straße abgekommen. Ach du heiliger Bimbam, Leute. Mein Auto ist weg. Ey, und wo bin ich überhaupt? Hallo? Die Straße ist komplett zugeschneit. Oh Gott, Leute, ey, da vorne stehen irgendwelche Häuser. Ich weiß nicht, was da abgeht, Leute. Wir versuchen, da runter zu rennen, Leute. Vielleicht kriegen wir da Hilfe. Verdammte Axt, Mann, was geht denn hier ab?
Ah, Leute, so langsam kommt der Unfall auch ein bisschen raus, Leute. Ah, okay, hier ist irgendwie ein Haus. Hallo. Warte, wir gucken mal, ob wir reinkommen. Ah, lass mich rein, nein. Oh Gott, Leute, hier ist sogar noch ein Gaskanister. Aber der ist komplett zugefroren, Leute. Den kann man in die Tonne klopfen. Vielleicht kann ich mit dem... Wow, ich habe Feuer gemacht, Leute. Oh Gott, zu viel Feuer. Aber das tut gerade voll gut. Bisschen Wärme, Leute. Oh mein Gott, bisschen Wärme, Leute. Bisschen Wärme. Oh, tut das gut, Leute. Aber nein, das Feuer geht sofort aus, Leute, schon. Verdammt, das Feuer geht aus. Einfach das Haus... Hey, du! Ja, ey, bist du von Was hier? Was hast du gemacht hier? Ich habe einen Gascontainer explodieren lassen. Wärm dich ein bisschen. Nein, spuck das Gas nur. Oh, war das da? Oh Gott, nein, das Auto. Das Auto kriegt... Nicht mein Auto, nicht mein Auto, mein Wagen. Oh, verdammt. Oh Gott, hast du was zum Löschen? Ein Schnee... Ich hab die alle gegen mich hinein, das ist zugefroren, ein Schnee... Feuerlöscher. Oh, verdammt. Ey, sorry. Ich hab Schneebälle hier. Ja, werf drauf, die Schneebälle. Verdammt, aber wenigstens ein bisschen... Oh Gott, wenigstens ein bisschen Wärme. Oh Gott, das tut aber gerade so gut, das ist so kalt. Ey, pass auf, Mann, du verbrennst gleich mit. Wieso? Oh, pass... Ach Mann, Alter, ich kenne du bist ja dieser Rustik aus YouTube. Ja, es ist. Was habt ihr YouTuber gegeben? Oh, pass auf, Feuer! Ey, es ist wenigstens warm geworden, wir haben gerade minus 20 Grad oder so, ey, es ist so kalt, Mann. Alter. Ey, das hat gerade echt. Das war sehr wichtig. Ich habe einen Autounfall gehabt, wo bin ich überhaupt? Mann, du bist hier komplett am Rande von Los Santos. Ja, und wie kam ich her? Ich war doch auf der Straße. Keine Ahnung, es gibt Plünderer, die immer gerne das Benzin einzuteilen und rauschen und das ungefeilt Autos so. Ey, Mann, du bist jetzt dieser verdammte zweite YouTuber, der hier schon mir mein ganzes Leben wieder auf den Kopf stellt. War hier noch jemand? Ja, irgend so ein komischer Typ. Wer? Mit so einem, keine Ahnung, mit so einem Riesenpanzer, der hat auch einen Unfall gehabt. Ah, wo ist er hergefahren? Warte, wie, der hat auch einen Unfall gehabt? Ja, guck doch mal, komm mit, mein Sext dir. Verdammt, warte mal, ist er nicht mehr in seinem Panzer? Nein, mein sein Panzer hat sich verabschiedet. Verdammt, Leute, dann ist Ami auch wahrscheinlich kalt. Wie, guck mal. Verdammt, Ahnung, oh, Mann, der hat sich in ein Holzboot... Warte mal, es ist so kalt. Ich kann's, komm mit, Mann, stell dich nicht so an. Wie kannst du so laufen hier? Es ist so kalt. Ich bin's gewohnt, Mann. Ey, Leute, es ist so verdammt kalt. Ist er mit dem Boot weggefahren? Ja, also sein... ich glaube, sein Panzer ist irgendwo hier abgesoffen. Er hat es noch rausgeschafft, hat sich ein Holzboot geschnappt und ist auf irgendeine Insel geflogen. Ey, da ist er doch! Der Panzer hoch gar nicht gesehen. Kann man den rausholen irgendwie? Nee, der ist komplett ein. Alter, der ist komplett eingefroren, Leute. Guck mal, das Wasser bildet so Eisschichten, selbst so Ozean, Meerwasser. Das ist krank. Es ist so kalt. Hast du noch irgendwas zum Wärmen? Warte mal, Leute, es tut mir leid. Da ist, ich sehe noch einen Gascontainer, ich muss das tun. Nein, bitte nicht. Bitte lass sie aufwachen, bitte. Oh. Bitte, nein, die Mann, geh nicht auf! Die sind eingefroren! Hey, Mann! Oh, mein. Verdammt, Alter. Bitte lass mich in Ruhe, hier, so bitte verzieh dich! Ja! Oh! Nein. Die machen gar kein Feuer mehr! Verdammt! Ja. Kannst du bitte ein Feuer machen? Ein Feuer, bitte, kurz! Ja, okay. Du musst mir eins versprechen. Ja? Du erzählst niemanden von meinem Versteck hier, ja? Nein, bitte! Da ist ein Boot! Ja, das hat der andere dein Kollege geholt. Okay, du willst ein Feuer haben? Warte, vielleicht ist er drinnen. Nein, der ist weggeschwommen mit seinem Boot. Der hat mein Boot geklaut, der Ekelhafte. Okay. Und Holz nehmen oder was? Oh Gott, Leute, das ist so. Oh Gott. Oh. Oh. Tut das gut, Mann. Alter. Also, ich will nichts sagen, ne? Aber dein Kollege ist auf die andere Insel komplett durchnässt rübergefahren, als er schon schlimm angefangen hat. Bist du dir sicher? Ja, ich kann ja nur. Ich glaube, aber der ist schon links. Denkst du auf die andere Insel da vorne? Ja, ich muss ihn holen. Insel. Ich muss ihn holen. Ich glaube, der ist in der Front. Kann ich dein Boot haben? Ich muss ihn retten, Mann. Er ist mein Freund. Bitte. Ja. Es ist. Aber ich glaube, er ist nach links durchgefahren. Da gibt es eine Insel mit einem kaputten Haus. Er wollte sich da irgendwas Neues aufbauen. In der Nähe vom Leuchtturm. Na gut, ich gebe mein Bestes. Danke dir, Mann. Hey Leute, ja, ey, wenn das wirklich stimmt und Ami da losgefahren ist, ich weiß nicht, auf was für eine Knackse der kommt. Ey, das Boot ist ziemlich weit weg, das heißt, um ans Boot zu kommen, werde ich mich durchnässen. Ey, kann man das Boot irgendwie ranholen?
Verdammt, ich muss ins Wasser springen. Oh mein Gott, das ist mein... Wenn ich es nicht schaffe, Leute, erfriere ich. Okay, egal, für Amir. Oh, es ist so kalt. Leute, es ist so kalt, es ist so kalt. Okay, wir fahren los. Leute, ich glaube, wir werden krank, Leute. Wir müssen losfahren. Amir! Wir fahren los, Leute. Es ist so kalt. Oh Gott. Leute, es wird auch ziemlich dunkel, verdammt. Ich sag euch ehrlich, man erfriert hier in der... Oh mein Gott, warte, da ist ein Boot. Aber ich sag euch ehrlich, mir ist es so kalt. Okay, Leute. Verdammt. Amir! Warte, da ist Feuer. Da ist Feuer. Ich muss mich wärmen. Amir! Hallo? Oh, kurz am Feuer wärmen ein bisschen. Hallo! Amir, bist du im Haus drin? Amir! Warte mal, Leute, er redet gar nicht. Warte, ich muss ihn tragen, Freunde. Verdammt, Mann, warum legt er sich nicht ans Feuer? Oder ist er umgekippt? Ich weiß nicht, was da abgeht, Leute. Ich muss ihn zum Feuer legen. So. Hier, mal mit dir ins Feuer. Oh, verdammt, verdammt. Hey, vielleicht kriege ich noch mehr Feuer hin, Leute. Oh, Amir, wach auf, Junge! Er wacht nicht auf, verdammt. Ja, ein bisschen wärmen, Leute. Ich glaube, ich muss ihn mitnehmen. Ich glaube, ich muss ihn mitnehmen, Leute. Wir müssen hier raus, Freunde. Wir müssen an einen wärmeren Ort. Oh, aber wohin, Leute? Ich habe absolut keine Ahnung. Verdammt, 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 verdammt. Wenigstens habe ich das Boot gut geparkt. So. Leute, ich habe ihn hier auf den Sitz gesetzt. Leute, vielleicht wacht er auch auf. Die Sache ist, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Es ist verdammt kalt. Es wird immer kälter und es wird immer dunkler. Und desto dunkler es wird, desto kälter wird es, weil die Sonne geht unter. Die einzige Wärmeenergie geht komplett verloren, Freunde. Und okay, verdammt, ich muss ihn hier schnappen. Oh Gott, Leute, oh Gott. Amir. Leute, es ist schon ziemlich dunkel. Ich bin irgendwo hier bei einer Scheune angekommen. Oh Gott, Leute, da brennt Licht. Aber vielleicht ist da jemand. Oh. Okay, hier ist auf jeden Fall schon ein bisschen wärmer, auch wenn hier arschkalt ist. Amir, wach auf, Junge. So, ich leg ihn mal hier ab. So, ich guck mal, ob es hier was gibt, Leute, womit ich vielleicht wärme oder essen oder sonst. Warte mal. Warte, ich glaube, hier kann ich nicht. Nee, hier ist alles eingefroren, Leute. Hier funktioniert gar nichts, Mann. Herd, Strom, Elektrizität, alles ist eingefroren, Leute. Die Sache ist, was ist eigentlich mit Max, Touren oder sonst wen, Leute? Ich kann nicht mal jemanden anrufen, mein Handy geht nicht und überall ist Strom kaputt. Ich weiß gar nicht, wie das Licht hier funktioniert, Leute. Die Steckdosen sind eingefroren und die Lichter leuchten. Was geht denn hier ab, Leute? Oh Gott. Okay, Leute, ich habe eine Taschenlampe gefunden. Wir müssen in den Keller. Wenn das Licht leuchtet, muss auch irgendwo Elektrizität oder ein Generator oder sonst was. Vielleicht lebt hier auch jemand, Leute. Ich habe absolut keine Ahnung. Wir gehen mal hier nach unten, aber hallo. Okay, hier ist niemand. Aber hier köchelt sogar noch was, Leute. Kann es wirklich sein, dass hier Strom ist? Ha! Leute, das Licht ist ausgegangen. Ich glaube, das war der Generator, der ist abgeschmiert. Verdammt, verdammt, ich muss schnell zu Army, Leute. Es ist verdammt kalt und der ganze Strom in der Stadt ist weg, Leute, glaube ich. Oder ist hier wirklich nur der Generator gewesen, Leute? Oh mein Gott. Army, wach auf, wichtig. Army. Er wacht auf. Army. Army, steh auf. Ja, steh auf. Ja, es ist kalt. Wartet, Leute, ich muss. Ach Gott, Leute, ich muss hier. Warte, hier ist. Ich muss Feuer machen. Okay, Leute, ich habe Feuer angemacht. Amir! Spürst du die Wärme? Seine Füße wärmen, das ist sehr wichtig. Ey, Leute, die Scheiben sind komplett eingefroren. Verdammt, Hax. Ich glaube, der ganze Strom in Los Santos ist jetzt abgebrochen. Es ist saukalt. Die Frage ist, wie lange geht der Schneesturm? Amir, wach auf, Junge! Er kommt zu sich, Amir! Ja? Wir haben ein riesiges Problem. Wir wärmen nicht weiter am Feuer. Ey Leute, was soll ich tun? Wartet mal, lasst uns mal nach draußen gucken, ob wirklich vielleicht das nur eine Einbildung ist, Leute, und der Strom doch funktioniert. Ey Leute, irgendwelche Laternen, nichts. Nur das Feuer leuchtet, Leute. Guckt es euch an. Man sieht kein Licht in der Ferne. Alles ist tot, Leute. Da fahren noch ein paar Autos, Leute. Okay, warte mal, wir gehen mal hin an die Straße. Leute, ich bin zur Straße, guckt es euch an. Warte, die Autos bleiben stehen gelassen, die Menschen rennen. Was passiert hier? Hallo, Leute, wo läuft ihr alle? Hä?
Warum lässt ihr euer Auto stehen? Warte, Leute, die Autos gefrieren, die Menschen fangen an zu laufen. Hallo! Ich glaube, irgendwas läuft hier schief, Freunde. Ladies and Gentlemen, schnallt euch schnell an, Leute, denn es passiert was richtig, richtig krasses, Leute, in Los Santos. Und zwar, ich habe die letzten Tage, Leute, vor ein paar Tagen habe ich jetzt ein Experiment gemacht, Leute, wo ich tsunami-fähige Autos gesucht habe, Leute. Und es ist tatsächlich passiert. In den Nachrichten, überall, überall im Fernsehen, alles drum und dran, heißt es, ein Tsunami wird GTA treffen, Leute. Und deswegen müssen wir uns in Sicherheit bringen, Leute. Ich fahre jetzt gerade hier zum Live-Invader, weil ich will rausfinden, ob es wirklich stimmt, was in den Medien gesagt wird, Leute, oder ob das Ganze vielleicht ein bisschen nur, ja, hochgeschaukelt wird und das Ganze vielleicht eine kleine Welle sein wird oder sowas. Lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Jetzt fahr doch mal schneller. Meine Güte, Leute, ich fahr hier schneller. Achtung, Achtung, liebe Bürger von Los Santos. Die Megawelle erwartet uns. Wir werden alle sterben. Der sicherste Ort ist der Mount Chiliad. Wir haben nur noch wenig Zeit. Bitte evakuiert euch alle und bringt euch in Sicherheit. Niemand wird euch mehr retten. Sir, ich habe eine Frage. Was haben Sie? Sie haben eine Frage, oder was? Ja, ich habe eine Frage, und zwar... okay, ganz bitte reden Sie ins Mikrofon, dass die Leute das auch mitkriegen. Ja, okay. Liebe Leute, ich habe eine Frage, und zwar, wann passiert der Tsunami? Das ist eine sehr gute Frage, mitten aus der Gesellschaft von Los Santos. Der Tsunami wird in weniger als 24 Stunden die Stadt treffen. Oh Gott, Leute. Oh, eine weitere Frage, jemand? Nein, alles klar, dankeschön. Oh Gott, Leute, wir müssen abhauen. Ey, ich sag euch ehrlich, ich fahre jetzt erstmal an den Strand, um zu gucken, ob der Tsunami wirklich da ist, Leute. Let's go, Leute. Also ich sag euch ganz ehrlich, bis jetzt ist alles eigentlich ruhig. Es ist jetzt seit heute Morgen in den Medien Tsunami hier, Tsunami dort, Leute. Absolut keine Ahnung, was da abgeht, Leute. Aber wir müssen ganz schnell zum Strand, Leute. Oh Gott, wir müssen schnell rüber zum Strand. Okay, Leute, wir werden jetzt kurz ans Meer hier rüberfahren, Leute. Da hinten, ich sehe schon irgendwelche Leute oder sowas, aber bis jetzt scheint doch alles doch relativ normal sein, so kleine Wellen, dies, das, okay, da hinten ist irgendeine, ich frag mal den Polizisten, oha, ist hier alles voll mit Polizisten. Victor, Victor, Victor! Was ist, Victor. Sir, wonach schauen wir Sie? Victor, keine Information für die Bevölkerung, ja, Victor! Ja, okay, es sind vielleicht ein paar Wellen, aber stimmt das mit dem Tsunami? Tsunami! Wir können keine Informationen an die Bevölkerung rausgeben. Okay, alles klar, Mann. Tut mir leid, Mann. Ey, Leute, guckt mal, das Wasserlevel ist schon bis hierhin. Das heißt, wenn der Sand wirklich schon da hinten nass war, heißt es, dass hier große Wellen waren, Leute. Guckt mal, bis hierhin ist hier noch Wasser, Freunde. Das bedeutet, wenn die Wellen schon... Jungs, wir rücken ab. Bringt euch in Sicherheit. Das sieht sehr übel aus. Oh, verdammt, das sieht wirklich sehr übel aus, Leute. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, Leute, aber ihr seht es selber, Freunde. Das Wasser ist auf jeden Fall schon mal bis hierhin gekommen, Leute. Und wenn das Wasser bis hierhin gekommen ist, heißt es vielleicht wirklich nichts Gutes, Freunde. Aber bis jetzt, oh mein Gott, wartet mal. Hä? Aber wie kann es sein, dass hier schon überall nass ist, Leute? Wie kann es sein, dass die Straßen hier nass sind, Leute? Welche... Also wenn das... Das kann nicht sein, Leute. Also hier in der Stadt ist schon der Boden nass, Leute. Was habe ich verpasst, Leute? Okay, ich glaube, wir müssen ganz dringend uns eine Lösung finden, falls wirklich jetzt ein Tsunami ausbricht, wie wir vorgehen sollen, Leute. Vielleicht ein Helikopter, Leute, oder sonst was würde uns retten. Aber ich merke schon, der ganze Boden hier in der Stadt ist nass, Leute. Und es hat nicht geregnet, Leute. Es hat auf jeden Fall nicht geregnet. Ihr habt selber mitbekommen... Ich weiß nicht, ob hier wirklich das Wasser hierher kam, Leute, aber überall ist schon Wasser. Okay, gruselig, Leute. Hier in der Nähe ist Stani Performance, Leute. Wir fahren kurz rüber zu Stani Performance und gucken mal, was er zu sagen hat, Leute. Let's go, wir fahren rüber zu ihm. Leute, was ist denn hier passiert? Überall ist der Boden nass. Warte mal, ist es Stani? Hey, Stani! Ich teste gerade mein neues Auto! Ey, Bro, kannst du mir erklären, wieso der ganze Boden hier in der ganzen Stadt schon nass ist, aber es hat gar nicht geregnet oder ist hier schon eine Welle oder so entstanden? Bro, hast du das nicht mitbekommen oder was? Guckst du kein Fernsehen? Ja doch, Tsunami soll kommen, aber war hier schon... Juni, da kommt ein riesiger Tsunami und der wird uns alle umbringen! Ich hau ab, Alter! Ey, kann ich... Wie willst du das überleben, Bro? Du hast so ein Auto! Ich wollte gerade das Auto testen, das habe ich extra umgebaut auf Tsunami-Sicherheit. Kann ich mitkommen? Ja, du kannst kurz runter... Stani! Oh, verdammt! Stani, ich drehe das Auto. Ich drehe es um. Oh. Ja,
Willst du fahren? Ja, kann ich machen. Kannst gerne auch fahren. Ja, ich wollte gerade zum Strand fahren, das Auto einmal zu. Ja, ich war gerade beim Strand, da war Polizei, alles drum und dran. Aber guck mal, siehst du die ganzen Pfützen hier in der Stadt? Oh, und es hat nicht geregnet, Gott, Bro. Ich weiß auch nicht, was hier los ist, Mann. Ja, der Tsunami soll wenige Stunden kommen, Mann. Die haben doch hier schon einen Katastrophenalarm ausgelöst. Ja, das habe ich auch mitbekommen, aber ich weiß nicht, ob das Wasser wirklich so hoch ist. Okay, lass uns hier runterfahren. Hier können wir das Ganze sehen. Aber alle haben voll Panik. Warte mal. Die hatten recht, Bro. Bro, was hier? Die hatten recht, das Wasser ist weniger geworden. Ja, weißt du, wenn das Wasser weniger wird, das wird immer beim Tsunami zuerst weniger. Bro, oh, dein Auto kann schwimmen? Ja, klar, Bro, das habe ich doch extra dafür gebaut. Bro, guck mal, beim Tsunami wird das Wasser zuerst weniger, das sammelt sich in der Welle. Welche Welle, Bro? Ja, glaub mir, ich habe das doch gesehen. Beim Tsunami, Wasser wird weniger und dann auf einmal geht's richtig ab. Bro, guck dir das doch mal an, hä? Hier ist gar nichts mehr. Bro. Ich sag, ey, Russack, geh mal wieder aus dem Auto raus. Geh mal wieder aus dem Auto raus. Ey, kann ich einfach mitkommen? Dann sind wir beide. Nee, warum nicht? Familie. Wie Familie? Ich bin doch auf. Russack, jeder muss sich selber in Sicherheit bringen. Bro, ich dachte, wir sind Brüder. Ja, sind wir ja, aber nicht Familie. Okay, aber du kannst mich doch mit. Guck mal, das Wasser. Ich hab was zu tun jetzt, Russack. Bro, das Wasser ist weggegangen. Die Korallen sieht man sogar hier. Ja, ey, Bro, checkst du das nicht? Das ist, Junge, das ist zu 100 pro ein Tsunami. Ja, okay, ich glaube, du machst dir viel zu viele Dinge. Ja, bitte, Russack, steig bitte aus dem Auto aus, danke. Du willst mich jetzt hier allein lassen, oder was? Du sagst doch, das kommt eh kein Tsunami, aber ich bin mich jetzt sicher. Ja, Bro, rein. Ja, alles klar, Sicherheit. Also ich habe auf jeden Fall ein Tsunami-Schutzauto, haha. Ja, Bro, alles gut, viel Glück. Hat da rumgeschossen und so, Leute. Ich klaue mir kurz hier so einen Bus. Ich glaube, vielleicht hatten die Leute wirklich viel Panik, weil ein bisschen die Wellen da waren. Aber man sieht es ja, Leute. Die Wellen sind jetzt gerade zurückgegangen. Klar, der ganze Boden ist das. Scheinbar war das Wasser überall hier schon. Aber ich glaube, der Tsunami ist vorbei, Freunde. Ich glaube, der Tsunami ist vorbei. Und wir fahren jetzt am besten einfach wieder zurück in die Stadt. Und werden. Ich weiß es, Leute. Wir fahren zu Live-In-Welt und sagen einfach, dass der Tsunami gecancelt ist. Wir waren am Wasser. Das Wasser ist zurückgegangen, Leute. Guter Plan. Okay, Leute, wir fahren jetzt rüber zum Live-Invader. Die Stadt ist irgendwie ein bisschen cleaner, Leute, geworden. Es fahren kaum noch Autos auf den Straßen. Die ganzen Straßen sind nass. Menschen sieht man überhaupt nicht. Warte mal, hier ist der Typ, glaube ich. Sagt er wieder was? Okay, der ist mein wieder. Mein Name ist Dr. Entschuldigung! Experte für geben Sie mir das Mikrofon! Geben Sie mir das Mikrofon, habe ich gesagt. Okay, sind Sie ein Experte? Oh, ja, danke schön fürs Mikrofon. Bitte reden Sie hier rein. Bitte okay, reden Sie Nias. Hier rein. Liebe Freunde, liebe Bürger von Los Santos, ich war gerade am Strand und das Wasser ist zurückgegangen. Fake News! Das ist ein Irrglaube, den sehr viele Leute bei einem Tsunami haben. Ich war wirklich gerade am Strand. Das Wasser, für eine kurze Zeit bildet sich das Wasser zurück und kommt dann wieder. Aktuell haben wir den höchsten Wasserstand in Los Santos seit 30 Jahren. Ich war Wasser, da war nichts. Ich wiederhole für alle Bürger, da war nichts. Fahren Sie bitte zurück zum Wasser. Wir haben die ersten, sag ich mal, geben Sie mir die Kamera. Ich nehme seine Kamera. Ich mache ein Foto, ich bring's gleich. Das Wasser ist zurückgegangen, verdammt. Das ist ein Leugner. Ja, nein. Fake News. Ich bring gleich Fotos. Hey, Leute, ich habe jetzt die Kamera von dem gestoppt. Ich werde jetzt einfach ein paar Fotos machen, damit die sehen, dass da wirklich nichts abgeht, Leute. Die machen da Panik, als wären die Wellen so hoch, dass ich nicht mehr da mich bewegen kann, Leute. Ihr seht das, okay, ein bisschen nass, Leute. Aber das war's ja auch schon. Aber, Leute, wir gehen direkt zum Wasser rüber und dann ist alles gut, Freunde. Hier ist ja das... Wow! Wow! Verdammt, Mann! Nein, das Wasser steigt! Ich muss hier runter! Oh mein Gott! Rettet euch alle! Schwimmt hoch! Schwimmt nach oben, Leute! Oh mein Gott, das sieht gar nicht gut aus! Okay, das sieht absolut nicht gut aus, Freunde! Das sieht absolut nicht gut aus! Die Autos schwimmen hier schon! Wir müssen ganz schnell nach oben! Okay, ich glaube, das stimmt tatsächlich! Die Tsunami-Wellen kommen! Die Tsunami-Wellen kommen und das Wasser steigt! Oh mein Gott, okay, damit habe ich nicht gerechnet, Leute! Aber okay, die hatten doch recht! Wir müssen ganz schnell zu Weasel News und dann sagen, dass wir falsch lagen! Alle Menschen sollen sich in Sicherheit bringen! Verdammte Angst, Alter!
Leute, wir müssen auf jeden Fall weg. Zum Glück leben wir nicht am Strand. Aber was ist mit Amir? Was ist mit Max, Leute? Die haben doch ihre Häuser in der Nähe des Strandes, Leute. Oh, verdammt. Stani geht's auf jeden Fall gut. Bei den anderen weiß ich nicht. Aber ich muss ganz schnell zu Weasel News beziehungsweise zum Knife Invader und sagen, dass die recht hatten. Das Wasser ist höher denn je, Leute. Oh mein Gott. Und wenn das Wasser noch weiter steigt, dann ist Feierabend. Oh, Entschuldigung. Wo ist jetzt der Typ hin? Ich bin hier, hallo. Das Wasser steigt. Ja, sag mal, komm mal jetzt mit hier. Officer, das Wasser steigt. Komm mal mit jetzt. Ja, ich komm mit dir. Du hast mehrere Millionen Menschen auf den Gewissen. Was? Vorläufig festgenommen. So, einsteigen bitte einmal. Ich hab keine Waffen dabei, Leute. Sir, wir müssen... Verstehen Sie nicht, das Wasser ist höher denn je. Wir müssen hier weg, Mann. Das Wasser ist höher denn je, das ist richtig. Aber Sie haben gerade bei den Weasel News... Einige Menschen glauben der Regierung wegen Ihnen nicht mehr. Sir, wir sind nicht in Sicherheit. Können Sie mich bitte an einen sicheren Ort bringen? Das funktioniert jetzt nicht mehr. Jetzt auf einmal die Meinung ändern. Sie werden wegen Lügenpresse eingebucht. Sir, es ist ein Tsunami am Kommen. Gucken Sie, überall ist nass, Mann. Ja, das ist Ihr Problem. Es tut mir leid. Sir, oh mein Gott, Leute. Sir, ich zeig Ihnen mal diese Ausmaße an. Das ist hier wirklich mittlerweile schon Ausnahmezustand. Ja, ich weiß doch. Oh nein, die ganze Kanalisation ist voll. Wow, das sieht nicht gut aus. Nein, Sir, das sieht gar nicht aus. Und wir werden uns alle in Sicherheit bringen und Sie werden schön im Knast versauern. Sie können mir doch nicht... Das Wasser ist bis hierhin, hallo, Sir. Die fahren sich Wellen hier durch. Es gibt kein Tsunami. Sir, gucken Sie sich das mal an hier. Oh mein Gott, Alter, Leute, der ganze Kanalisation von Los Santos ist eigentlich eine Fluchtstelle für Hochwasser, Leute. Und es ist schon überfüllt, Leute, komplett überfüllt. Sir? Ich arbeite hier seit 30 Jahren. Oh mein Gott, die Wellen sind ja schon hier. Verdammt, Mann. Sir, ich kann wirklich nicht hier rein, Sir. Alles gut, wir klären das jetzt. Bleiben Sie stehen oder ich werde feuern. Ja, alles gut. Oh mein Gott, hier ist der Wasser! Ja, ist egal, rein hier. Hier ist Wasser, Sir. Wir können hier nicht bleiben. Doch, wir können hier bleiben. Sir. So. Können wir wenigstens eine Stufe höher gehen, bitte? Nein, warten Sie mal kurz hier. Ich werde jetzt mal hier kurz den Kollegen Bescheid sagen. Oh mein Gott, nein. Leute, ich laufe mal lieber... Okay. Einmal hier bitte mitkommen. Ja. Dann schieße ich. Alter, hier ist überall Wasser, Sir. Mitkommen, rein hier. Links rein. Oh mein Gott, Leute, als ob die mich... Ey, Sie können mich nicht... Ich werde sterben hier. Das ist, Sie haben gesagt, es kommt kein Tsunami. Sir, hier ist alles unter Wasser. In die Zelle rein. Verdammt, Sir, bitte. Bitte lassen Sie mich hier raus. Bitte, Sir. So, bitte, Sir. Wiedersehen, der Herr. Verdammt, Schönen Leute. Aufenthalt. Das Wasser steigt immer weiter, Leute. Und er hat mich hier eingesperrt, Leute. Ich komme nicht raus. Verdammt, Mann. Guck mal, wie die Wellen hier schlagen. Leute, ich krieg keine Luft, Mann, das Wasser ist zu hoch gegangen. Verdammt, Mann, ich muss hier raus. Oh Gott, das geht auf. Verdammt. Okay, Leute, das Polizeipräsidium ist irgendwie voller Wasser gegangen. Ich hab doch dem gesagt, ich glaube, die sind abgehauen, Leute. Wir müssen schnell hoch hier. Schnell nach oben. Luft, Leute. Die untere Etage ist voller Wasser, Leute. Wir müssen schnell aufs Dach oder sowas. Wir müssen schnell aufs Dach, Leute. Das Wasser steigt komplett bis unermessliche, Freunde. Wir müssen aufs Dach hoch, Leute. Es ist unsere einzige Überlebenschance, Leute. Wir müssen ganz schnell wegkommen, Leute. Durch das hohe Wasser ist die Gefängniszelle sogar aufgegangen, Leute. Weil es einfach so ein Druck herrscht unten. Okay, wir gucken mal jetzt raus. Nein! Nein. Das Wasser ist schon so hoch, dass hier überall alles voller Wasser ist, Leute. Die erfahren... Oh mein Gott, da fährt noch ein Polizist weg. Oh mein Gott, Leute. Da laufen noch ein paar Menschen, aber ein paar Autos. Guck mal, die schwimmen hier alle rum. Oh mein Gott. Okay, das ist krass, Leute. Was soll ich machen? Oh mein Gott, Leute. Das Wasser steigt immer weiter und weiter. Verdammt. Guck mal, die Menschen. Warte mal. Da ist ein Boot. Hey! Hey, hier oben! Hey! Was ist denn los hier? Hey! Kannst du mich hier... Entschuldigung! Hallo, Sir! Ja, wow! Spring rein, Junge! Opa, warten Sie! Komm rein hier! Komm rein hier, Uwe! Na, hallo, Uwe!
Das ist echt schlau gerade mit dem Boot hier. Die ganze Stadt ist unter Wasser. Können Sie mich vielleicht an irgendeinen Punkt bringen, wo das Wasser noch nicht hingekommen ist? Was ist? Was willst du? Was machen Sie da, Sir? Ich bin Uwe. Ja, ja. Komm mit dabei. Ja, ich weiß es. Guck mal, wie viele Menschen da sind. Ja, warte mal, mein Fischreiner hat hier gerade angeschlagen. Ich will jetzt selber angeln. Angeln Sie gerade Fische in einem Tsunami, Sir? Ja, die Fische beißen gerade echt gut, muss ich sagen. Oh mein Gott, Sir, können Sie vielleicht bitte irgendwie mich hier an eine höhere Stelle bringen, wo es sicherer ist? Bitte, Sir. Ja, ja, du nervst mich. Du bist viel zu laut für die Fische, sag ich dir. Ja, können Sie mich irgendwo ablassen, wo es einfach ein bisschen höher ist? Bitte, Sir. Bitte. Ja, die Wellen sind auch ziemlich crazy, okay. Die Wellen sind ziemlich, ziemlich crazy. Oh, Sir, nicht gegen das Haus fahren. Sie müssen am besten Richtung Bank fahren, dort irgendwo nach oben mich ablassen, Sir, bitte. Ja, ja, ich fahr schon. Wissen Sie, ob noch ist der Flughafen schon überschwemmt oder gibt es eine Möglichkeit an einen Helikopter? Flughafen ist evakuiert. Ist komplett überschwemmt? Komplett. Verdammt, Leute, dann können wir auch keinen Helikopter weg. Oh mein Gott, die Wellen, wie riesig. Sir, fahren Sie. Wow, wow. Alter, geht das hier ab. Einfach bitte, ja, genau in die Richtung, genau in die Richtung. Oh, bleib mal jetzt ruhig, Ayubai. Ich hab alles unter Kontrolle. Oh Gott. Okay, da fahren noch Autos. Können Sie mich hier rechts rauslassen an der Brücke? Wow. Oh, ey, Idiot, Junge, ihr seid ja voll die Tieftaucher. Sir, können Sie mich hier rauslassen? Ja, warte mal. Ja, genau hier. Das reicht genau da vorne, wo die Mauer kaputt ist. Ja, hier, perfekt. Ja, hier, mein Bester. Oh, Dankeschön, Sir. Viel Spaß, viel ich Glück. Ich geh meine Angeln auch rein. Oh. Leute, hier ist endlich noch normaler Boden, Freunde. Wir müssen ganz schnell in ein Auto kommen oder sowas, damit wir sicher sind, Leute. Ach du heiliger Bimbam, Leute. Was passiert denn hier? Das ist ja nicht normal und die Autos fahren hier noch rum. Okay, Leute, wir müssen einfach nur ganz nach oben kommen, Leute. Richtung Mount Chiliad müssen wir uns bewegen, Freunde. Oh Gott. Lauft die ganze Müll. Personenkontrolle. Alter, ich habe keine Zeit jetzt für eine Person. Einmal mit Ausweis. Wir haben dann den Flüchtlingen aus. Wollen Sie mich gerade veräppeln, Sir? Es ist gerade Tsunami-Stimmung. Die können mich doch nicht an. Ja, hier ist mein Ausweis. Alles gut. So, bitteschön. Ich check das einmal kurz. Moment. Alter, das kann doch nicht sein hier. Ja, okay, der Russe. Ja. Wie? Okay, wie? Oh, okay, ich nehme ihn fest. Ja, okay, alles klar. Alter, ich glaube, Sir? Ja, hey, Russik. Ist mir so egal, was sie davor hatten. So, weg mit denen. Leute, wir fahren los. Okay, Leute, wir fahren los. Oh, er hat sogar hier Waffen tatsächlich drin, ne? Oh mein Gott, was schießt du mich? Oh mein Gott, hinter uns ist... Leute, hinter uns ist komplett Wasser. Ja, egal. Und jetzt verfolgt mich einfach die Polizei. Haben die nichts Besseres zu tun, Leute, gerade? Das kann nicht sein, Leute. Das ist... Was ist denn los? Es reicht mir. Was? Komm, ich bleib mal stehen. Bleib, das ist dein LSPD. Mal gucken, was die vier Waffen hier haben. Hier, bitteschön, bleib ich stehen. Alter. Das Wasser steigt, Leute. Und die wollen mich jagen hier, Leute. Wir müssen entkommen von der Polizei. Okay. Leute, die machen Straßensperren wegen dem Flüchtigen aus dem Gefängnis, Leute. Ist denn ihr Leben nichts wert, oder? Alter! Ihr seid doch Belödians. So, weg mit euch. Weg mit euch allen, Mann. Oh Gott, Leute, guckt euch mal, was mit der Stadt passiert dann. Na okay, wir müssen weg, Leute. Ich sag euch alle, wir müssen uns irgendwo verstecken. Okay, die Polizei... Die Polizei, die Sterne blinken schon. Das Militär wird für sie zuständig sein. Okay, wir hauen ab. Military Base, Leute, vielleicht ist sie noch nicht überschwemmt. Dort können wir vielleicht ein Flugzeug holen und dann wären wir safe, Leute. Okay, hier ist gut, Leute. So, wir verlieren die Polizei. Wir warten jetzt ganz kurz hier, Leute. Wir warten hier. Okay, Leute, ich habe jetzt ein bisschen gewartet. Die Polizei ist auf jeden Fall weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Die komplette Stadt bis hierhin ist schon überflutet, Leute. Oh, da ist ein... Ich glaube, jetzt haben die verstanden, dass sie sich retten müssen, Leute. Der ist an mir vorbeigeheizt. Ach, du heiliger Bimbam. Habt ihr gesehen, was hier für ein Wasserlevel ist, Leute? Die komplette Stadt ist unter Wasser. Egal, wir haben auf jeden Fall eine gute Position, Leute. Wir müssen höher. Wir müssen dringend den Berg nach oben fahren, weil wir haben nicht so viel Zeit, Leute. Wir müssen Richtung Mount Chiliad fahren, Leute. Ach, du heiliger Bimbam. Ich weiß auch nicht, wie viele Menschen es geschafft haben, da jetzt hochzukommen, weil es ist echt sehr, sehr gefährlich, Leute. Verdammt, das Wasser ist auf jeden Fall da. Oh mein Gott. Leute, höher. Wir sind auf jeden Fall auf der Strecke zu Mount Chiliad und ihr wisst nicht, was hier passiert, Freunde. Die komplette Stadt
ist überflutet, Leute. Wartet mal, ich steig kurz aus, Leute. Ich hab hier den Sniper. Guckt es euch an, Freunde. Ich hab's gerade noch so hierher geschafft. Die Wellen waren komplett hinter mir her. Aber guckt es euch an. Los Santos ist unter Wasser, Freunde. Es ist komplett crazy. Wir müssen ganz schnell nach oben. Ich glaube, wenige Menschen haben es geschafft, Leute. Ich habe so viele Menschen paniken sehen, aber ich hatte zum Glück ein Polizeiauto mit der Sirene und alles. Haben die Leute trotzdem immer noch Respekt vor der Polizei und haben Platz gemacht einfach, Freunde. Das ist aber geisteskrank, was hier abgeht, Leute. So, wir fahren jetzt einfach mal nach oben auf den Mount Chiliad, Leute. Let's go. Oh, Leute! Nein, 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 nein! Mein Wasser wurde eingezogen von der Welle! Verdammt, verdammt! Verdammt, wie hoch ist das jetzt gegangen? Ich bin eigentlich weitergefahren, aber da kam eine riesige Welle! Oh, oh mein Gott! Oh mein Gott, Leute! Das ist, glaube ich, nur noch das höchste Gebäude von Dubai, was übrig ist. Und der Mount Chiliad, Leute! Ach du heiliger Bimbam, Leute, wir müssen jetzt zu Fuß laufen. Unser Auto wurde weggespült. So schnell sind die Wellen. Bevor die ganzen Wellen kommen, Leute, wir müssen noch weiter hoch. Leute, wir sind jetzt hier gleich oben am Mount Chiliad. Oh, was ist das hier für eine Schlange? Hä? Was ist das für eine Schlange? Entschuldigung. Kinder zuerst! Kinder zuerst? Oh mein Kinder zuerst! Warte mal. Ich muss mit dem Typen reden. Das sind viel zu viele Menschen für einen kleinen Helikopter. Sir! Ja, wie kann ich Ihnen helfen? Sind Sie der einzige Helikopter, der heute steigen wird? Ja, Sie kommen jetzt wieder in 24 Stunden. Sir, haben Sie mal gesehen, wie hoch der Wasserlevel ist? Das ist komplett nein, die ganze Stadt. Nein, habe ich nicht gesehen. Tut mir leid. Sir, das sind mindestens 200... Sir, warten Sie ganz kurz. Sir, warten Sie. Sir, ganz kurz, warten. Oh. Ich bin drauf, Sir. Steigen Sie bitte auf. Sir, bitte. Ja, okay, Sir, ganz kurze Frage. Ey, Sie haben hier ein Loch in der Turbine. Sir! Oh, Sir, drin. Warten Sie! Sir! Verdammt, Mann! Sir! Nein. Nein, 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 nein. Den werde ich nicht wegfahren lassen. Bleiben Sie stehen! Bleiben Sie stehen, sagte ich! Verdammt, Mann. Nein, 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 nein. Nein, war das die letzte Hoffnung? Nein. Nein, 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 nein. Oh, ist der Typ gerade explodiert, Leute? Verdammt, ich bin auf dem höchsten Punkt von Mount Chiliad, aber ich habe absolut keine Überlebenschancen. Ey, Leute, ich glaube, das ist unser Ende. Das Wasser wird in den nächsten Stunden noch mehr steigen. Wir haben hier ein bisschen Pause, aber guck mal, wie viele Menschen hier sind. Wir haben kein Essen, kein Trinken. Warte mal, ein Helikopter ist da. Oh, Heli! Heli! Hier! Hier unten! Hier, das rote Licht, das rote Licht. Stalli! Gustav, bist du's oder was? Stalli, hol mich bitte ab, Mann. Ja, ich wollte noch ein paar Leute mitnehmen, hier mit meinem Heli, komm rein. Stalli. Wow, komm rein, Gustav. Entschuldigung, Leute, das ist mein Kollege. Flieg los, die wollen alle hier rein. Flieg los. Oh mein Gott, die sind wie Bestien, die wollten alle gerade reinstürmen. Oh mein Gott, kannst du kurz über Los Santos fliegen? Oder wo ist Los Santos? Los Santos gibt's nicht mehr. Was jetzt? Russack, mach mal kurz die Augen zu. Ja, okay. Ja, kann ich sie jetzt öffnen? Russack, wir sind verloren. Bro, wo ist der Mount Chiliad hin? Der ist weg, Mann. Alles voller Wasser? Alles ist weg, Mann. Stani, ich habe eine kurze Frage. Wie viel Treibstoff hast du noch im Heli? Nicht mehr viel. Leute, hoffe, das ganze Überleben den Tsunami erfällt. Leute, müssen liken. Leute, lasst ein Like dafür die Tsunami-Folge, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und wünscht uns Glück, dass Stani und ich das irgendwie überleben. Ciao!